Seit 2011 sind sie Bewohner dieses Hauses. Hallo, herzlich willkommen bei Familie Falke. Ich bin der Dennis und bin 43 Jahre alt. Ich bin die Linda und bin 9 Jahre alt. Und das ist die kleine Pia und sie ist 5 Jahre alt. Und das ist unser Zuhause. Dieses Zuhause hat Vater Dennis nicht alleine gefunden. Zum Traumhaus gehört natürlich auch eine Traumfrau. Ich habe Sabine im Januar 2011 kennengelernt im Internet. Haben uns dann nach ein paar Tagen mal getroffen und es hat gleich gefunkt. Liebe auf den ersten Blick. Sabine hat schon 3 Mädels mitgebracht in die Beziehung. Bin erst mal bei Sabine eingezogen, nach 2 Monaten ungefähr. Dann habe ich mich schnell nach dem Haus umgeschaut, habe das hier gefunden. Habe gedacht, das ist unser Traumhaus, viel Grundstück, groß, für die Kinder viel Platz. Und im Juli 2011 sind wir hier eingezogen. Und ein Jahr später, am 5.7., da kam unser Wunschkind zur Welt, die Pia. Und am 30.8. im selben Jahr noch haben wir dann geheiratet. Das Glück wird auch durch anstehende Bauarbeiten nicht getrübt. Als wir eingezogen sind, war es nur teilweise bewohnbar, das Haus, die obere Etage. Und wir haben dann viel Arbeit reingesteckt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Und nach ein schönes Haus versucht zu schaffen. Die Falkes leben zunächst zu viert im Haus. Die 2 ältesten Töchter aus Sabines erster Ehe sind bereits ausgezogen. Doch es kündigt sich neuer Zuwachs an. Im Februar 2017 hat mir Sabine gesagt, dass sie wieder schwanger ist. Unser letztes Wunschkind. Und dann am 3. August bekam sie starkes Fieber. Ich habe sie ins Krankenhaus gefahren. Da wurden die Herztöne vom Baby gemessen, war noch alles okay. Ich bin dann wieder nach Hause gefahren. Dann hat mir Sabine geschrieben, dass der Kleine rausgeholt werden muss, weil kein Herzschlag mehr da ist. Und dass ich auch operiert werden musste. Und ja, am nächsten Morgen stand dann die Polizei vor der Tür und hat mir gesagt, dass meine Frau nicht überlebt hat. Die Todesursache war eine Lungenembolie, die erst nach der Geburt des Kindes und während Sabines eigener OP einsetzte. Dennis verliert auf einen Schlag seine Frau und seinen Sohn. Pia und Linda haben ja noch geschlafen, als ich das erfahren habe. Ich bin dann zu den beiden rein, habe sie vorsichtig wach gemacht und habe den beiden gesagt, dass die Mutti die Nacht nicht überlebt hat im Krankenhaus. Natürlich beide fürchterlich geweint, genau wie ich. Aber richtig realisiert haben sie es wahrscheinlich bis heute noch nicht. Für ihn ist das viel schwieriger. Und wegen den ganzen Hausarbeiten, jetzt muss er das alles alleine machen. Und weil Papa halb Mama sehr lieb hatte. Also am meisten vermisse ich bei meiner Frau ihr Lächeln, ihre Nähe. Das fehlt mir am meisten. Bei Dennis hat die Trauer noch gar nicht angefangen. Und ich habe die Befürchtung bei Linda auch nicht. Die sind seitdem in so einem Karussell drin, wo sie alle nur funktionieren und gar nicht den Ruhepol finden, die Trauer zu bewältigen. Ich habe die Familie beworben, damit die ganze Last, wo rundherum besteht, einfach erstmal weg ist, damit sie sich auf sich selber konzentrieren können und endlich anfangen können zu trauern. Also Sabine würde uns mit Sicherheit wünschen, dass das Haus gemacht wird, dass wir glücklich sind, mehr Zeit füreinander haben. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir einfach mehr Spaß als Familie haben. Familie Falke braucht einen gemeinsamen Neuanfang. Genau dafür will das Zuhause im Glück-Team in den kommenden 8 Tagen sorgen. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auf dem richtigen Weg. Sehr schön, sehr schön. Ich bin gespannt. Ja, gucken wir mal, was die Eva und John eingefallen lassen haben. Ja. Das wird so einiges sein. Doch zuerst muss das Planer-Duo das Haus der Falkes noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. 137, da sind wir schon mal richtig. Oh, sehr. Das ist meine Klingel. Wir gehen mal zum Haus. Zack, bitteschön. Dankeschön. Das großzügige Zuhause von Dennis, Linda und Pia wurde 1923 gebaut und erstreckt sich über 3 Etagen mit 19 Räumen. Die junge Familie lebt nicht auf der ganzen Fläche der vorhandenen 260 Quadratmeter. Viele Räume sind nicht ausgebaut und auch nicht bewohnbar. Hallo, ihr beiden. Hallo. Na? Eva. Ich bin die Linda. Na, dürfen wir reinkommen? Ja. Geht mal vor. Wir sind ja auch willkommen. Ja, ist schön. Seit langer Zeit.
Tür her. Ja. Hi. Die Türen werden noch für Gesprächsstoff sorgen. Hallo. Dennis. Dennis, hallo. Grüß dich. Hallo. Wen haben wir hier? Hallo, ich bin die Mandy, die Schwägerin von Dennis. Hallo. Hallo. Ja. John. Die Mandy ist von weit her angereist, um in den nächsten Tagen Dennis und seine Familie zu unterstützen. Sie ist auch diejenige, die die Familie bei uns eingereicht hat mit der Bewerbung. Und letztendlich kann Dennis und die beiden Mädels ihr danken, dass hier im Hause in den nächsten Tagen einiges passieren wird. Ja. Wie geht's euch? Gut. Gut. Ja? Wie gesagt, aufgeregt, aber ansonsten alles. Ja, ne? Aufregung. Echt? Oje. Hast du denn überhaupt was frühstücken können? Ja. Das schon. Mhm. Hier ist es schön gemütlich warm. Ja, der Ofen. Der läuft gut. Mhm. Ist das die einzige Heizquelle? Ja, die Heizungszentrale selber, die ist defekt. Also hier ist schön warm, das liegt dann an dem Ofen, genau, da? Genau. Okay. Ja, wir wollen das ganze Haus kennenlernen. Am besten starten wir jetzt unseren Rundgang. Gerne. Wohnzimmer kennen wir. Was ist nebenan? Nebenan ist noch ein kleines Büro. Das wird aber sehr selten genutzt. Dann würden wir halt mal im Bad anfangen. Alles klar. Okay. Dann kommen wir gleich hoch. Gehen wir hoch. Bis später. Bis später. Geh du mal vor. So richtig kennen wir uns hier ja nicht aus. Ja. Hier lang. Ah. Hier lang, ja. Gut. Sag mal, diese Paneelen hier, waren die schon drin? Die haben wir gemacht, weil wir hatten noch bis vor einem Jahr Hunde. Die waren auch mit im Haus, damit die Tapete nicht so zerkratzt wird. Alles klar. Haben wir das so mit dran gemacht. Alles für die Hunde? Genau. Okay. Ja. Und das wäre jetzt das Bad. Das ist ja mit der Badewanne passiert. Ja, ja. Die haben wir nie genutzt. Eigentlich nur. Gut, dass du es sagst. Ja. Mal zum Mörtel anrühren oder irgendwas. Ja, Waschbecken und WC nutzt ihr. Genau. Mhm. Das ist ja in einem, sagen wir mal, äußerst kritischen Zustand. Ne? Ja. Jetzt hat die Familie das Wohnzimmer hier unten und allein der Gedanke, Freunde wären zu Besuch und müssten hier rein, um auf Toilette zu gehen, das ist untragbar. Das kann niemals so bleiben. Was haben wir hier nebenan? Auch der nächste Raum hat eher Baustellencharakter. Der ist ja quasi leer, ne, der Raum. Wie habt ihr den genutzt in den vergangenen? Das war mal bis vor 2 Jahren Kinderzimmer. Okay. Und seitdem steht der Raum. Genau, ja. Okay. Vom Raumgefühl her würde ich sagen, da kommt noch was. Da kommt noch was. Da ist noch auch noch ein alter Raum. Nur was da kommt, wird keine Freudensprünge auslösen. Oh, das war mal eine Küche. Aha. Eieieiei. Ja. Alles rausgerissen, was ging. Ja. Ja. Das hier geht's dann nach hinten raus. Da geht's dann in den Garten. Wüst. Okay. Man kommt ja im Erdgeschoss eigentlich in die Gemeinschaftsräume. Wir haben einen großen Bereich, das Wohnzimmer, das funktioniert. Aber der Rest des Erdgeschosses liegt quasi brach. Ja, wir haben hier keinen Raum, der wirklich gut funktioniert, außer das Wohnzimmer. Und das dann zu sanieren, ist eine Riesenaufgabe. Eine Aufgabe, die alleine kaum zu bewältigen ist. Doch es gibt auch Positives. Böden sind ja toll hier, ne? Die alten Terrazzo-Böden. Ah, hier wird der Boden allerdings nicht mehr. Ja, da hat gut, der Vorgänger ein bisschen im Sinne. Die sind aber auch alle schon böse, ne? Die können wir so rausnehmen. Ja, dann lass die doch noch einen Moment liegen. Okay, ich lass die noch. Sonst 2 Stunden liegen. Ein unauflösbares Puzzle. Ach, das wäre dann mein Schlafzimmer. Oh ja. Das haben wir letztes Jahr neu hergerichtet. Ah, hier ist auch schön warm. Hier, das tut richtig gut, ne? Das ist der Pelletofen, der schmeißt schöne Wärme. Und damit hat im Moment die ganze obere Etage. Genau, genau. Aha. Das heißt, die Türen müssen immer offen stehen. Richtig. Das Schlafzimmer ist euer gemeinsames Schlafzimmer gewesen. Es sind viele Bilder da, es ist auch recht gemütlich. Wir stellen dann immer die Frage, wie gehen wir mit so einem Raum um? Ja, das ist natürlich schwer. Möchtest du, dass er so bleibt? Gerne, ja. Weil da hängt doch viel Erinnerung dran. Mhm. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil es ist ja auch noch nicht wirklich lange her. 5 Monate. Ja, noch nicht mal ein halbes Jahr. Mhm. Was ich besonders tragisch an dem Schicksal der Familie Falke finde, ist, dass man ja in so froher Erwartung war. Ja. Ein Kind war unterwegs, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass irgendwas in Frage stünde, was der Geburt und einem glücklichen Aufwachsen des Kindes im Wege gestanden hätte. Und dann plötzlich stehen 3 Familienmitglieder alleine da und 2 sind ausgelöscht. Und damit umzugehen, um dieses Haus auch irgendwie mit Leben weiterhin zu füllen, ist, glaube ich, so unglaublich schwierig für die, die zurückbleiben. Aber die Stärke, mit der Dennis dieses Schicksal trägt, ist wirklich beeindruckend. Also du funktionierst natürlich in erster Linie jetzt wahrscheinlich, ne? Weil du alle Fäden wieder zusammenbringen möchtest und das hier halten willst, auch als Zuhause für die Kinder. Genau.
So ganz leise im Hintergrund höre ich auch schon was. Hier befindet sich ein Kinderzimmer. Genau, das ist das Zimmer von Pia. Können wir uns auch anschauen. Und damit ist das Schlafzimmer ein Durchgangszimmer? Ganz genau. Das Zimmer wurde auch renoviert, ne? Das haben wir auch letztes Jahr. Alles komplett in einem Zug renoviert. Mhm. Pias Zimmer ist ein hübsches, sehr, sehr kindgerechtes Zimmer. Es ist liebevoll eingerichtet. Alles das, was eine Püppi in diesem Alter halt braucht. Nachteil ist allerdings dieses Angrenzen zum Schlafzimmer. Perspektivisch gesehen ist es natürlich toll, wenn ja, man sich mit der neuen Situation anfreundet in einer neuen Umgebung. Ja, dass man auch einen Neuanfang in einem Zimmer starten kann, wo vielleicht nicht so viele Erinnerungen dran hängen. Für die Kinder ist es bestimmt einfacher. Hier ist doch die Eiskönigin persönlich, oder? Das ist doch Elsa. Magst du die hier besonders gerne, die Elsa? Ja, und bei Olaf darf natürlich auch nicht fehlen. Auf gar keinen Fall. Wo Elsa ist, ist auch Olaf nicht weit. John, kennst du die Eiskönigin? Ich habe auch Töchter. Ja, ne? Die schüchterne Pia wünscht sich also einen Eispalast zum Wohlfühlen. Das steht auch bei Linda im Vordergrund. Aha. Ah ja. Jo. Oh, hier kommt aber das Laminat schon hoch. Das ist ein bisschen zu stramm verlegt. Da, genau, das war mein Fehler. Keine Abstände zu den Seiten. Oder sucht ihr euren Hamster. Habe ich nicht gesagt. Gerne mache ich Sport. Ich mache auch manchmal Rad und Handstand hier in dem Zimmer. Mhm. Thema Fußball ist ja bei euch auch ganz groß angesagt, habe ich mir sagen lassen. Bist du auch Fußballfan? Ja. Man sieht schon, wenn man so aufs Detail achtet, die Möbel sind ein bisschen zusammengewürfelt, passt nicht alles. Ja, so ein Kleiderschrank, der fehlt, oder ein Schreibtisch, den sie natürlich auch für ihre Schularbeiten braucht, die fehlen. Und mir fehlt persönlich auch noch mehr Individualität, so eine Gestaltung nach ihrem Geschmack. Und wir wollen ja auch was Schönes für die Zukunft bieten. Und deswegen werden wir ein schönes Fußballzimmer mit bunten Farben gestalten. Yeah. Die Liste wird immer länger. Wenigstens das Bad im Obergeschoss ist gut in Schuss und muss nicht angegangen werden. Andere Details rücken ins Zentrum. Wir lieben ja beide alte Häuser und wir freuen uns immer über jedes alte Baudetail. Und hier haben wir wirklich schöne alte Türen im Flur und die werden wir auf jeden Fall aufarbeiten. Ja. Hier waren wir in der Küche. So, ich mach ein. Die ist aber auch zusammengestückelt, ne? Ja. Da sieht man es ganz gut. Und dann bei der Fuge. Oberschränke passen nicht dazu. Ja. Und. Richtig. Ja, und ihr habt die einfach, sieht so ein bisschen wie reingestellt aus. Genau. Unser erster Gedanke ist weg und neu, egal wie. Hier kann man nichts wiederverwenden. Es ist alles zusammengestückelt, funktioniert auch nicht wirklich. Es ist alles andere als gemütlich. Zudem durchgängig in diesem Haus, es ist kalt. Also braucht man sich über die Details gar keine Gedanken zu machen. Die Handwerker sind ja unterwegs. Für euch heißt es jetzt Koffer packen und los geht's. Ja, sagt den Mädels Bescheid. Mädels, Koffer packen. Jo. Die größten Aufgaben, die auf uns warten, ist auf jeden Fall das Verlegen der Küche in einen ganz anderen Bereich. Wahrscheinlich werden wir das Geschoss tauschen. Und dann haben wir vor, ein neues Bad anzulegen. Und eine große Herausforderung wird die Heizanlage sein. Generell kann man sagen, es tut der Familie gut, jetzt einen Neuanfang zu starten. Also eine grundsätzliche Auffrischung. Viele Dinge gehen halt im Alltag unter. Wir sehen das ziemlich von außen und können mit dem Team natürlich auch massiv eingreifen und deutliche Veränderungen bewirken. Die Räume auf der Seite gehen wir gar nicht an. Und die Räume auf der Seite hier im Erdgeschoss gehen wir alle an. Oben übrigens auch. Es ist einfach. Der Flur soll mit dem Aufarbeiten der alten Türen wieder im neuen Glanz erstrahlen. Die neue, freundliche Atmosphäre wird durch den neuen Holzsockel und das neue Lichtkonzept unterstrichen. Im Bad ist es mit einer Aufhübschung nicht getan. Also hier muss alles raus, was nicht fest ist und auch was fest ist. Heißt übersetzt alles. Das neue Bad für die drei wird mit einer bodengleichen Dusche, Handwaschbecken und WC ausgestattet. Man ahnt es schon, ne? Die Verrohrung im Keller ist nicht ganz unkompliziert. Ist sehr abenteuerlich verlegt im Bestand. Du wirst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn du das siehst. Meinst du so? Nee, überm Kopf. Überm Kopf. Noch lachen alle. Wir möchten hier unten im Erdgeschoss eine große Familienküche anlegen und dafür reicht dieser Raum nicht aus. Und das große Vorhaben für heute ist schon mal, diese Wand da rauszunehmen.
Der große, neu entstandene Familienraum wird mit einer modernen Traumküche mit ganz viel Stauraum und Arbeitsfläche ausgestattet. Die Highlights hier sind der frei in den Raum ragende Küchenblock mit integrierter Dunstabzugshaube und der Einlande-Essplatz, der auch noch mit Küchenelementen ausgestattet wird. Um diese Wand rauszureißen, muss erst mal oben was passieren, um die zu entlasten. Und das schauen wir uns an. Wir sammeln es oben im Flur. Die Flure in diesem Haus sind so großflächig, dass sie ins Wohnkonzept integriert werden. Der Flur im Obergeschoss soll sich in einen fröhlich bunten Kinderflur verwandeln. Ein besonderer Akzent wird der selbstgeschreinerte Baum, der einen Wandbereich gestaltet. Dieses Zimmer war das Kinderzimmer der 9-jährigen Linda und wird jetzt das Kinderzimmer der 5-jährigen Pia. John hat es eben schon gesagt, diese Wand fällt raus, um zu ermöglichen, dass wir die Wand darunter wegnehmen können, um diesen Teil zu entlasten. Und wir haben dann die Möglichkeit, mit der neuen Wand noch mal ein bisschen zu spielen. Pia bekommt ein perfekt auf sie zugeschnittenes Zimmer. Das Zimmer der 5-jährigen wird als Eispalast erstrahlen. Dafür werden wir Kassettierungen auf die Wand setzen und den Raum in zarten Pastelltönen gestalten. Dann gehen wir jetzt nach nebenan, da war die ursprüngliche Küche. Um diesen Raum zu vergrößern, wird der Abstellraum, der sich hierhinter befindet, teilweise abgerissen. Also hierhinter befindet sich nochmal ordentlich Tiefe. Da werden wir so ein offenes Schranksystem einbauen. Die Wand steht dann hier. Und der Rest des Raumes wird dann die Bettkoje von Linda. Linda ist großer Fußballfan. Oh. Für sie entsteht ein tolles Mädchenzimmer in Schwarz-Weiß mit farblichen Akzenten in ihren Lieblingsfarben. Am meisten wird sich Linda aber sicher über das selbstgeschreinerte Fußballbett in der neuen heimlichen Nische freuen.